Hallo und herzlich willkommen zurück zu Entlisted. Wir sind wieder unterwegs im Shooter und heute machen wir mal ein bisschen Einführung, denn viele haben mich gefragt, ob wir denn nicht mal ein bisschen was erklären können. Ja, heute wird es ein bisschen Tipps und Tricks, ein paar Kniffe geben und dann gucken wir einfach mal, wie weit wir hier kommen. So, wir sind hier gerade in der Kampagne Normandie. Es gibt mehrere Kampagnen in diesem Spiel. Derzeit zu der Aufnahme dieses Videos gibt es zwei. Später werden noch mehrere Folgen. Diese kann man hier oben rechts ändern, indem man auf Switch Campaign drückt und dann können wir uns hier ausruhen. Jedes Mal sind zwei Nationen im Clinch, ne? Hier bei Battle of Moscow sind es klar die Russen und die Deutschen. Invasion der Normandie sind es die Deutschen und die Amerikaner. Und hier unten in Tunesien wären es wahrscheinlich die Briten und Italiener oder Briten und Deutsche, wir wissen es noch nicht. Und Battle of Britain sind wieder Russen gegen Deutsche. Hier gibt es übrigens auch Panther. So, diese beiden sind bei mir im Moment noch nicht freigeschaltet, weil sie halt noch nicht veröffentlicht wurden. Sie werden aber demnächst veröffentlicht und gehen erst nochmal in eine Closed-Beta-Phase, ähnlich wie in War Thunder. Man wird sie sich wahrscheinlich frei kaufen oder frei spielen können. Ich weiß es noch nicht. So, wir sind gerade in der Normandie und da haben wir hier oben die Deutschen und die Alliierten. Am Anfang solltet ihr euch für eine Seite entscheiden, denn sie teilen sich sämtliche Ressourcen, lustigerweise. Denn das ganze Spiel hier funktioniert über ein Sammelprinzip von Tokens, um damit eure Truppen auszustatten. Und ja, wie gesagt, die werden geteilt. Das heißt, wir können nicht wirklich beides hochleveln. Also es geht zwar trotzdem, aber es ist sehr anstrengend. Deswegen entscheidet euch erstmal und guckt einfach, was euch am meisten Spaß macht. So, wenn wir hier bei den Deutschen sind, haben wir hier oben Soldaten, Kampagne, Upgrades, Logistik und Akademie. Und hier auf der Seite sind, da ich Premium habe, sind hier mehrere Truppen gleichzeitig, die wir mitnehmen können ins Gefecht. Solltet ihr kein Premium haben, das sieht man hier oben, werden wir nur vier Sachen mitnehmen können. Und jede dieser Truppen hat verschiedene Männlein. Im Moment sind das alles nur so vier, ne, weil die hier alle ganz am Anfang sind. Wenn man aber, wie zum Beispiel bei meinen Alliierten, diese ein bisschen weiter spielt und ein paar mehr XP kriegt, kann man diese auch erweitern. Nicht nur durch Spezialmännlein, sondern auch eben in der Truppengröße. Ne, es geht beides Hand in Hand. Und so hat man später auch bei den Truppen, die man hier freischaltet, größere Truppen. Das gilt übrigens nicht für Premium-Zeugs. Wenn man hier Premium-Squads hat, diese sind tatsächlich hochspezialisiert und können auch nicht erweitert werden. Die haben nicht die Möglichkeit dazu. Hier oben, wenn wir auf Kampagne drücken, sehen wir, wie weit wir insgesamt im Kampagnenfortschritt der jeweiligen Kampagne sind mit der Nation. Jede Nation hat ihren eigenen Kampagnenbaum. Wir fangen an, wenn wir Level 2 sind, kriegen wir den Puma, zum Beispiel bei den Deutschen. Bei den Alliierten ist es halt der M3. Ja, der M5 sogar. Und dementsprechend müssen wir alle Kampagnen hier im Spiel einzeln mit beiden Gegnern oder Nationen freispielen, wenn wir darauf Bock haben. Später gibt es auch so Sachen wie neue Panzer, neue Flugzeuge und neue Gewehre. Und deshalb lohnt es sich am Anfang auch noch nicht, diese Tokens auszugeben, aber dazu kommen wir gleich. So, dann haben wir hier oben Upgrades. Nach einem Gefecht sammeln eure Truppen XP. Und diese XP können wir hier in die Truppen hineinbauen. Ne? Zum Beispiel bei den Alliierten haben wir hier einen Premium-Squad, die sind schon fertig. Oder hier mein weiteres Squad, was ich hier gerade level. Und wenn wir genug XP haben, können wir Punkte vergeben. Man kann diese auch kaufen, macht das nicht. Macht das auf keinen Fall. So, und nachdem man hier die XP nach und nach freischaltet, dann gibt es hier drei Bäume, und zwar das Squad-Upgrade, das Personal-Upgrade und das Workshop-Upgrade. Und das ist auch exakt die Reihenfolge, die man macht. Erst immer die Squad-Upgrades, und zwar von oben nach unten. Ignoriert erstmal die Seitenteile, denn solltet ihr durch die Mitte gehen, kriegt ihr immer wieder so eine Punkte, wo man mehr XP kriegt. Dementsprechend kann man hier die Squads sehr viel schneller freischalten. Ja, später gibt es noch die Möglichkeit, diese zu vergrößern, indem man hier Squad Size Increase, also die Squad-Größe wird vergrößert, dementsprechend können wir mehr Leute mitnehmen und diese können wir dann auch noch spezialisieren. Sollten hier gestrichelte Linien sein, müssen wir uns für eins entscheiden, also zum Beispiel hier ein Ingenieur zum Beispiel oder ein Sniper. Auch hier würde ich immer den Ingenieur vorziehen, weil der zum Beispiel Spawn-Punkte setzen kann. So, bei den Deutschen bin ich noch nicht so weit, die gucken wir uns auch heute an, denn die wollen natürlich auch gelevelt werden. Die Deutschen haben interessanterweise den besseren Panzer hier in der Normandie am Anfang, denn sie haben den Puma. Der Puma ist im Moment ein bisschen broken. Da gehen tatsächlich entweder alle Schüsse durch oder gar keiner. Der ist irgendwie so ein Zwischending, der ist sehr trollig. Fährt sich gut, schießt sehr gut, hat eine sehr gute Munition und kann dementsprechend so ziemlich alles vor sich
einfach wegfritzen. Das kann der Stuart nicht. Der Stuart ist kein guter Panzer. So, wenn wir dann hier bei den Upgrades, bei den Squad-Upgrades fertig sind, geht es weiter in die personellen Upgrades. Da können wir dann die einzelnen Leute noch weiter verbessern. Auch hier gilt es erst wieder, die XP mitzunehmen, um dann mehr XP für die einzelnen Leute freizuschalten. Die Workshop-Upgrades, die folgen später. Die Workshop-Upgrades sind tatsächlich nur fürs Endgame gedacht. Denn das ganze Spiel basiert darauf, dass man Waffen sammelt, man kriegt sie und da spielt sie sich, sammelt diese und die, die man nicht braucht, machen wir kaputt. Und jedes dieser Squads, die man sich hier in der Kampagne freischaltet, hat verschiedene Sachen in den Workshops. Zum Beispiel, die Ingenieure haben hier die MAS-36. Ja, und wenn wir dann hier weiter skillen, kriegen wir dann irgendwann einen Bonus darauf, wenn wir diese Waffen kaputt machen. Dadurch entstehen Teile und dementsprechend können wir dann andere Waffen verbessern. Und ja, das ist später eine sehr fummelige Arbeit und deshalb braucht man diese Trupps, um die Workshop-Upgrades freizuschalten. Also ist jeder Trupp hier sinnvoll und sollte hochgelevelt werden, nach und nach. Dann kommen wir in die Logistik. Die Logistik wird durch Tokens benutzt. Diese Tokens bekommt ihr auf drei Arten. Man kann sie entweder kaufen, was ich nicht empfehlen würde, oder man kann sie sicher spielen oder über den Battle Pass bekommen. Der Battle Pass ist gerade neu dazubekommen, ist auch im Moment die einzige Möglichkeit, um an die goldenen und silbernen Tokens zu kommen, womit wir direkt das auswählen können, was wir brauchen. Ne, ihr seht es hier, wenn wir zum Beispiel Teile für unseren Puma haben wollen oder ein Maschinengewehr, brauchen wir ein silbernes Token. Und diese gibt es nur über den Battle Pass oder man kauft sie sich. Ansonsten wird man irgendwann zugemüllt mit orangenem Zeug und dieses orangene Zeug landet in einer Lootbox. Und wenn wir davon was ausgeben, kriegen wir einfach random eine Waffe für die Nation, die wir gerade ausgewählt haben. Deswegen, beide Nationen teilen sich denselben Tokenpool. So, wenn wir die Waffe nicht brauchen, werden wir sie zerlegen. Aber auch das sollte man erst tun, wenn man die ganzen Sachen freigeschaltet hat über die Kompanien, die man hier kriegt. Zum Schluss gibt es noch die Akademie. Da kann man dann Reservesoldaten, die man nicht braucht, auch die kommen hier wieder über Tokens, trainieren. Das ist aber irgendwie ein sehr brutales System, denn hier stecken wir tatsächlich drei Leute rein und bekommen einen raus mit mehr Perks. Ist also sehr verschwenderisch. Auch das ist wie gesagt Endgame. Wenn man von diesen Tokens einfach zu viele hat, kauft man einfach ein paar Random-Leute und die man zu viel hat, steckt man in die Akademie und kriegt was Besseres raus. Und diese kann man dann nach und nach ersetzen. So, wenn wir jetzt hier mal in die Gruppe gehen, ne, sagen wir mal hier das 894. Grenadierregiment, da habe ich im Moment vier Leute. Ist noch komplett am Anfang, ist eins der Free-to-Play-Sachen. Diese bekommt man einfach gleich am Anfang. Und ist ein Assault-Trupp. Assault-Trupp heißt, der hat theoretisch einen MP34, aber auch nur der erste. Alle anderen sind normale Schützen, also Trooper hier. Und die haben nicht die Möglichkeit, von ihrer K abzudenken und auf eine Maschinenpistole zu gehen. Da müssen wir diese ersetzen. Und hier kommen wieder die Tokens ins Spiel, denn wir brauchen Assault-Männchen und keine Trooper. Also werden die nach und nach ersetzt. Tut mir leid für die ganzen Justus, Hermann und Hartmann. Aber ihr werdet irgendwann entfernt. So, ihr seht hier schon Slots locked. Diese werden nach und nach freigeschaltet, indem man in der Kampagne weiter vorspielt. Und so kriegen wir irgendwann eine Zweitwaffe. Ganz ehrlich, habe ich ganz, ganz selten gebraucht. Das ist eher fürs Late Game, wenn man dann zum Beispiel einen Flammenwerfer dabei hat, einen Mörser oder eben eine Schrotflinte. Dann gibt es hier später noch Equipment. Da kann man dann so eine Sachen auswählen, wie zum Beispiel, ich zeige es euch mal bei den Alliierten, weil da sind die bei mir ein bisschen weiter. So eine Sachen wie das Small Backpack, wenn man das zum Beispiel einbaut, dann kann man mehrere Medikits mitnehmen. Dann gibt es noch die Granatentasche, da kann man halt mehr Granaten mitnehmen. Die Small Ammo Tasche, da kann man dann halt mehr Munition für die Hauptwaffe mitnehmen. Large Backpack ist dann ja auch ganz ähnlich wie das Small. Und dann haben wir hier noch großen Granatbeutel und so weiter. Aber auch das wird alles erst freigeschaltet und das dauert eine Weile. Anders als in der Klosbeta zum Beispiel, ist es allerdings möglich, ohne Probleme und ohne Prämien und ohne Geld zu bezahlen, tatsächlich all diese Sachen zu erspielen. Allerdings dauert das eine ganze Weile und man braucht sehr viel Sitzfleisch. Aber so ist es ja immer ein Free-to-Play-Spielen. So, damit haben wir erstmal das Größte hier abgearbeitet.
Eine Sache gibt es noch, und zwar seht ihr hier diese kleinen Pfeile. Diese kleinen Pfeile zeigen zwei Sachen an. Nach einem Game blinkt hier ab und zu mal Upgrades. Das heißt, wir können hier unsere Punkte verteilen. Aber das ist nicht alles, denn unsere Truppen kriegen einzeln auch nochmal Erfahrung. Wie die hier zum Beispiel. Entweder wir haben eine neue Waffe, dann leuchtet Weaponry hier mit einem grünen Pfeil. Dann können wir eine neue Waffe auswählen. Meistens ist es eine Pistole oder ein neues Maschinengewehr oder ein neues Gewehr oder was auch immer, was mehr Sterne hat. Dementsprechend im Kampf besser ist, weil es schneller schießt, oder weiter schießt, präziser schießt, irgend sowas. Oder aber, wir haben Perks. Und diese Perks sind recht wichtig. Denn sie machen euren Soldaten besser. Im Moment ist es so, dass es nur die Grundperks gibt. Und zwar kann man sich, wenn das hier aufleuchtet, einen neuen Perk aussuchen aus drei verschiedenen. Und da sucht man sich am besten immer das aus, was gerade einfach besser passt. Hier zum Beispiel hätten wir mehr Ausdauer, das heißt, wir können länger rennen. Das wäre auch meine Wahl jetzt gerade. Dann gibt es die schneller Rennen, Regeneration. Das heißt, ne, wenn wir kurz stehen bleiben, regeneriert sich der Balken und ein bisschen schneller und wir können dann wieder losrennen. Oder aber, wenn wir uns sehr schnell drehen, dann schießt die Waffe ein bisschen präziser. Aber ganz ehrlich, das macht man eher selten. Deswegen nehme ich hier Stamina, weil das braucht man die ganze Zeit. So, es wird später die Möglichkeit geben, wenn die ausgebaut sind, die Leute hier, dass sie Elite-Perks kriegen können. Auch das geht wieder über die Upgrades, ist aber noch nicht im Spiel drin. Zumindest nicht für die meisten Sachen. Deshalb ist der einzige Weg später, und das ist leider ein großer Kritikpunkt, um an diese Perks zu kommen, man muss die alten resetten. Und das, wie ihr seht, kostet Geld. Ja, das ist leider sehr schade, aber es geht auch ohne. So, dann würde ich sagen, haben wir erstmal das meiste hier abgeerntet. Hier rechts seht ihr nochmal die Battle-Tasks, das sind einzelne Missionen. Die kann man jeden Tag zuhauf erfüllen. Es gibt kein Limit. Ne, wenn ihr also ein paar Stunden Zeit zum Spielen habt, macht einfach ein paar Aufträge und ihr kriegt eben hier diese Tokens. Ihr seht aber auch bei mir, ich habe im Moment zwei normale Waffentokens und 32 Manline-Tokens. Ihr seht, diese Manline-Tokens tauchen sehr häufig auf. Diese Waffentokens sind eher schwer zu kriegen. Wenn ihr allerdings mehrere Missionen erfüllt habt, könnt ihr auch nach und nach hier diese Sachen austauschen, sollte eine euch nicht gefallen. Aber das könnt ihr erst, nachdem ihr drei von denen überhaupt erfüllt habt. Apropos, wenn ihr drei von denen erfüllt habt, kriegt ihr auch im Battle Pass, der gerade drin ist, einen weiteren Punkt für euer Level. Und ja, ihr seht schon, der Battle Pass ist lang. Diesen gibt es als Premium-Version und als normale Version. Das kennen wir schon aus Fortnite, aus World of Tanks, aus Warzone und weiß der Geier wo noch. Die freie Version kriegt das meiste, was auch die anderen kriegen und haben halt nur ein paar Boni, wie diese goldenen Waffen zum Beispiel. Aber das ist nicht weiter wild, denn auch als Free-to-Play-User kriegt man wirklich sehr viel Krimskrams, wie eben die gerade die wichtigen silbernen Waffentokens. Und ganz zum Schluss gibt es nochmal 100 von diesen Coins, das ist die Währung hier, gratis, aber das ist echt nicht viel. Das ist, wenn es hochkommt, 1 Euro. So, soviel erstmal dazu. Und ich würde sagen, wir springen mal mit den Deutschen ins Gefecht. Viel Spaß. So, da sind wir auch schon mit unseren Deutschen. Und das allererste, was ich mache, ich spawne tatsächlich ein Ingenieursquad. Das ist nämlich das Wichtigste, was man immer dabei haben sollte, wenigstens am Anfang, um das hochzuleveln. Der liebe Evil ist auch dabei. Huhu. Hallo. Warum ist das das Wichtigste? Ganz einfach. Wir haben, wenn wir die Taste 2 drücken, einen Hammer. Rechtsklick drauf, können wir aussuchen, was wir bauen wollen. Hier unten rechts ist ein Rally Point, wie auch immer, ein Spawnpunkt. Diesen können wir hier irgendwo auf der Karte platzieren, am besten irgendwo zentral. Oh, wurde ich gestört. Wo machen wir das hin? Hier vorne ins Haus. So. Das unterstützt uns die ganze weitere Runde. Und deswegen ist der so unsagbar wichtig. Den kann man übrigens auch kaputt machen. So, nicht vergessen, hinlegen mit Y beim Bauen. Wir wollten nicht beschossen werden dabei. Wir können auch andere Sachen bauen, zumindest mit dem hier. Das muss man aber erst nach und nach freischalten. Deswegen nehmt diesen Trupp hier mit und levelt den hoch. Denn ihr levelt nicht nur diesen Trupp, sondern ihr levelt tatsächlich auch alle anderen Ingenieure, die ihr irgendwo in euren Truppen habt. Andernfalls können die nämlich nur Blödsinn bauen. Und keine Antipanzerwaffen zum Beispiel. Oder Flak-Sachen. So, und das zweite Wichtige ist, was ich euch jetzt gleich mal zeige, wenn ich hier mal einen Gegner finde. Das Allerwichtigste im Spiel selbst
ist das Markieren. Ne? Markiert einfach Gegner. Dafür gibt es die Standardtaste V. Ihr könnt sie aber auch umlegen. Ich habe sie mir auf die Maus gelegt. Das ist unsagbar wichtig. Erstens wissen die Leute, alles klar, da muss ich hingucken. Zweitens, Mörsergranaten können so präzise ins Ziel gelenkt werden. Solltet ihr Mörser dabei haben später. Und drittens, Flugzeuge sehen einen Scheiß, wenn sie da oben rumfliegen und schießen meistens einfach rot auf rote Punkte. Also, bitte, bitte markiert. Wenigstens die Panzer, wenigstens Stellungen und Anlaufsachen. Also, wenn mehrere Leute auf einem Haufen sind. Das ist ultra wichtig. Ich sehe viele Leute, die einfach schlichtweg nichts markieren. Außer vielleicht mal einen Panzer, weil die Angst davor haben. Ansonsten, ja. Macht's euch und eurem Team einfacher. Markiert, wo es nur geht. So, hier können wir jetzt mal eine andere Sache zeigen. Wenn ich den Typ hier rauskriege. Nee, er hat Kollegen. Egal, mach mal. Warte mal. Wo waren wir? Auf A waren wir. Dann nehmen wir einen unserer Spawnpunkte. Hier hat nämlich ein anderes Ingenieurteam bereits einen Spawnpunkt gesetzt. Und somit haben wir schon zwei weitere Einstiege, die relativ nah an den Punkten sind und haben dementsprechend Vorteile. Da können wir einsetzen. Punkt. Sehr gut. Wisst ihr, deswegen nehme ich Profis mit. Also, markieren, markieren, markieren und baut eure Ingenieure aus. Ihr braucht später das Ingenieurs-Squad nicht mehr mitnehmen, wenn das ausgeskillt ist. Weil man dann auch zum Beispiel in der Soul-Trupp mit einem Ingenieur oder mit mehreren sogar ausstatten kann. Und auch andere Trupps kann man dementsprechend mit diesen vollstopfen. Und somit kann man dann auf... kann man eine Granate. Und somit kann man dann auf jede Lebenslage reagieren. Ja, wir können auch eine Anti-Tank einfach bauen, wenn man weiß, dass ein Panzer unterwegs ist. Das war eine Greed. HP. Greaseguns sind gefährlich. Oh ja. Weil die echt schnell schießen und ziemlich brutal sind im Nahkampf. So, spart eure Munition. Wenn die am Boden liegen, holt sie euch später. Oh. Oder lasst euch einfach wegfritzen von jemand anderem. Ich greife mal C an. Manchmal, ne? Manchmal übersieht man einfach ein. Das ist übrigens auch die KI, die mich gerade weggeholt hat. Das war kein Spieler. Das war die KI. Die hat manchmal so helle Momente. Oftmals ist die KI ziemlich dämlich. Läuft euch vor den Schuss. Läuft anderen vor den Schuss. Stirbt. Ganz blöd. Aber manchmal haben sie so diesen hellen Moment. Diesen einmaligen Moment. Drehen sich ums und snacken dir sofort den Kopf weg. Egal, wo du stehst. Die schießen auch durch Büsche, Bäume, da kennen die nichts. Und das ist, wir nennen es die 5-Minuten-KI, weil er 5 Minuten hellen Moment hat. So, passiert nicht oft, aber manchmal ist es lästig. Wo wollte ich hin? Genau, hier wollte ich hin. Also, markieren, ne? Wir wissen, da vorne ist einer, habe ich markiert. War nicht ganz perfekt gesetzt, der Marker. Da oben ist einer. So wissen alle, alles klar, ich muss da hochgucken. Unsagbar wichtig. So, und dann kommen wir gleich zur geballten Ladung, weil das ist wahrscheinlich das beste Tool in diesem Spiel, welches die Soldaten haben können. Wow. Erst schießen, dann markieren, das geht. So, solltet ihr getroffen worden sein. Ich bin jetzt gerade nicht in größter Gefahr, aber solltet ihr getroffen worden sein und direkt vor euch ist ein Gegner, könnt ihr mit der Z-Taste direkt den Soldaten wechseln. Auch wenn ihr am Boden liegt, das ist immer kein Problem. Es muss nur einer noch da sein, aus eurem Squad. Oder könnt ihr insgesamt sofort reagieren. So, was ich euch aber zeigen will, ist nicht das Sterben, sondern tatsächlich, ach, das ist, die machen es mir gerade nicht einfach. Welche Hilfe bei C, die pushen nämlich gerade, also unsere Leute sind alle bei B. So. Also, mit Z könnt ihr durchwechseln. Das ist auch halt ganz hilfreich, wenn man verschiedene Rollen in der Truppe hat. So kann man auch ganz einfach durchschalten und diese gerade mal benutzen, sofern er noch am Leben ist. Man kann aber auch, wenn man am Boden liegt, einfach Z drücken und direkt in den nächsten springen, um dann die Bedrohung zu bekämpfen. Konnte ich gerade nicht, weil ich einfach den Gegner nicht gesehen habe. War halt nicht markiert, ne? So, und gleich kommen wir mal zur geballten Ladung. Wenn wir jetzt hier mal nicht irgendwie von sonst wo angeschossen werden, das wäre fantastisch. Weil ich mal die rechts und links hier mich mal nicht überraschen lasse. Das wäre fantastisch. Sagte er. Kam das her? Oben aus dem Fenster.
gehe mal ein bisschen Panzer jagen. Hi. Ich muss mal kurz hier den Punkt ein bisschen freiräumen, um einfach mal das zu zeigen, was ich eigentlich vorhabe. Denn das ist unsagbar wichtig. Wird einfach Sniper. Wenn ihr durch Wände erschossen werdet, so wie gerade eben, dann war es eine KI, weil die können sich nämlich verbiegen. So, jetzt aber. Geballte Ladung, euer bester Freund. Nehmt sie, schmeißt sie irgendwo rein, bleibt nicht irgendwo hängen, rennt weg. Und ihr könnt eure eigenen Leute nicht verletzen. Ihr könnt euch nur selbst verletzen mit dem Ding. Und sollte hier irgendjemand in diesem Gebäude sein, in jedem Gebäude, könnt ihr einfach durch die Decke halten und ihr könnt sie treffen und auch töten. Denn jedes Gebäude in diesem Spiel hat Holzfußböden. Da könnt ihr durchhalten. Das funktioniert einwandfrei. So könnt ihr auch schon mal gucken, ob da jemand ist oder nicht. So. Wechsle ich mal kurz den Typ, weil der hat noch eine geballte Ladung. Sehen wir irgendwo noch einen Panzer? Ich sehe gerade keinen. Ich sehe einen. So, ich werde aber dummerweise beschossen von sehr vielen Leuten. Krabbel hier mal raus. Denn ich will euch was zeigen. Normalerweise würde ich jetzt versuchen, die Leute umzumieten. Aber Panzer schaltet man am besten aus, indem man die geballte Ladung nimmt. Deswegen, bester Freund, lasst die linke Maustaste gedrückt und wartet einfach, bis er automatisch wirft. Jetzt werden wir sterben, aber... Ich war halt zu nah dran. Aber sobald er sie automatisch wirft, explodiert die Granate exakt eine Sekunde später. Dementsprechend kann man sehr, sehr gut zielen. Die Granate prallt am Ziel leicht ab, fällt aber nicht unbedingt extrem auf den Boden und rollt weg oder so ein Quatsch, was passieren kann, wenn man sie einfach selber wirft, sondern sprengt automatisch quasi eine Sekunde später. Dementsprechend ist es eigentlich fast immer zu 99% ein Instant-Kill für den Panzer. Das funktioniert bei allen Panzern. Auch bei Pumas. Wenn sie ein bisschen durch die Gegend fahren, kann man das ein bisschen timen, indem man einfach ein bisschen Übung hat, um sie genau so zu werfen, indem man hoch oder runter guckt. Und ihr müsst halt hinterherlaufen, ist klar. Dass sie direkt quasi am Turm explodieren oder so, Scherz. Geht alles. Aber werft die Granaten nicht selbst, sondern wartet einfach, bis er sie automatisch wirft. Die wird nicht in eurer... Der ist einfach durch die Wand gelaufen, cool. Der wird nicht einfach in der Hand explodieren, ist kein Polenböller, sondern wird immer geworfen werden. Ist doch nicht wahr, steht hier einer. So. Anderes Ding. Verschwendet keine Munition, geht in den Nahkampf. So. Wenn ihr unterwegs seid und euren Typen wechselt, weil gerade eine Bedrohung ist, achtet darauf, dass die Waffe nachgeladen ist. Bots verschießen ganz gerne fast die gesamte Munition, außer einen Schuss. Das machen die extrem gerne. Und dementsprechend habt ihr, wenn ihr wechselt, tatsächlich meistens nur noch einen Schuss in der Waffe. Also achtet darauf. Das da hinten ist übrigens ein Bot. Das sieht man übrigens daran, dass die rechts und links quasi straven und auf euch zielen. Das ist ein Bot. Macht den weg. Der wird euch töten. Oh, hinter mir war einer. So. Habe ich irgendwas vergessen? Das waren so die wichtigsten Sachen, die man ansprechen muss. Ich bin gerade im Quatschen, deswegen normalerweise spielt man ein bisschen konzentrierter. Aber wenn man quatscht und was zeigen will, dann stirbt man ein paar blöde Tode. Das ist normal, bitte. Verzeiht mir das. So, hier war irgendwo ein Panzer. Ich habe ihn leider nicht markiert. Ich habe geguckt, wo ich bin, an dem Haus, wo ich gerade lang war. Da, wo der Munitionspunkt ist für die Panzer, da sitzen Leute drin und campen den Punkt, wenn du die mal entfernen könntest. Entferne. Die sitzen oben und unten in dem Stockwerk drin. Ja. Oh Gott, meine Reifen. Oder nicht? Okay. Das war knapp. Entfernt. Danke. Ach so, eine Sache noch. Hier MG42. Solltet ihr die sehen, gerade als Amerikaner, ballert die einfach weg. Die können dann die komplette Runde nicht mehr benutzt werden. Das funktioniert gerade auf der Normandie-Karte extrem gut.
Und da gibt es extrem viele MG-42-Stellungen. Mach die einfach weg. Und schon stören sie niemanden mehr. So. Das Haus hier ist ziemlich verbarrikadiert. Das sieht sehr nach einem Spawnpunkt aus. Ah, ich bin leider gerade tot. Ach, meine Typen sind auch alle tot. Bin gerade echt nur am Sterben, ne? Das ist nicht schön. Das ist halt die Krux, wenn man Dinge zeigen will. Was normalerweise so im Spielgeschehen passiert, wird einfach gerade nicht getriggert. Wo die Karte dafür eigentlich prädestiniert ist. Aber manchmal ist es halt so. Ich habe meinen Panzer repariert, ich steig ein, was macht mein Typ, läuft weg und deckt sich hin, er sitzt hier allein im Panzer. Ja. Ich hab einen Spawnpunkt gefunden. Wenn ihr einen Spawnpunkt findet, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder drüber fahren, Granate drauf oder aber, was viel cooler ist, man drückt einfach J, legt sich daneben, euch sieht keine Sau, drückt einfach J, macht den kaputt. Nehmt noch einen Kill mit, nehmt einen zweiten Kill mit. Und weg ist er. So funktioniert das ganz gut. So, dummerweise habe ich jetzt keine Munition mehr hier. Kommen wir zu einem nächsten Punkt. Wenn ihr keine Munition mehr habt, nehmt einfach eine Waffe vom Gegner. Dummerweise haben die alle nur Springfields. Ah, oh, Nahkampf. Nahkampf. Wir haben gewonnen. So, wir können Gegnerwaffen benutzen. Wir können auch die eigenen Waffen benutzen. Einfach die F-Taste drücken. Ihr seht's, wenn ihr am Gegner dran seid. Ihr könnt auch Munition holen an Punkten, die von Ingenieuren gebaut werden. Und auch an Punkten, die von gegnerischen Ingenieuren gebaut werden. Ihr könnt allerdings auch einfach eure Leute fragen, sollten sie die gleiche Waffe in der Hand haben. Und ein Random-Spieler sein oder ein Bot eines Spielers, könnt ihr hingehen, F drücken und manchmal geben sie euch Munition. Nicht immer, eher selten. Aber manchmal geht's. So, soviel erstmal zu meinen Tipps. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, denn es war ein rein leicht chaotisches Match, wenn man halt Dinge erklärt und gleichzeitig auch noch auf die Leute achten will, dann geht manchmal etwas schief. Aber ich hoffe, ich konnte euch helfen und das war's dann auch erstmal für heute mit den Deutschen. Macht's gut, bis bald, Mo. Tschüssi. Tschüss. Take a breath.